Willkommen zurück zu Sonic Boom, Feuer und Eis. Das neue Abenteuer für Nintendo 3DS erscheint am kommenden Freitag. Part 1 gab es schon vor einiger Zeit und jetzt machen wir einfach mal weiter mit dem Level Schneesturm an der Klippe. Worauf warten wir noch? Nichts wie rein da. Gut, wir haben es im ersten Part gesehen, da habe ich auch alles Elementare und alles Wichtige gesagt. Deswegen, von Sansaru Games, der dritte Teil. Und jetzt ist sogar angekündigt worden, eine zweite Staffel der Sonic Boom TV-Serie. Applaus, Applaus. Also mehr Folgen und man hält wirklich das Boom-Franchise weiter im Leben. So, jetzt bin ich natürlich nicht schnell genug, um hier diese Sachen einzusammeln. Aber ich gebe noch mein Bestes. Drachenringe. Stand doch übrigens gerade da. Ha! Oh, doch noch. Super, hat gereicht für diese Smaragde. Grünen Kristalle. Ja, mal gucken. Also die Kritik, die ich schon an den Tag gelegt habe. Jetzt weiß ich ja auch nicht, ist unten ein Secret oder hier oben? Was ist der normale Weg? Wirklich, so Wegweiser, wo es normalerweise hingeht, wären sehr nützlich gewesen, damit man erstmal das Secret gehen kann, wenn sich einem zwei Wege aufgetan haben. Geht man den falschen Weg, jetzt einfach weiter und du hast das Item nicht gefunden oder wie auch immer. Moment. Hier links, wir wechseln also zu Amy auf unserem Bildschirm und dann kann es weitergehen. Ja, Freunde. Wir haben immer noch vor Release, deswegen habe ich immer noch Regeln. 45 Minuten sind erlaubt per Livestream. Auf Twitch wird dann anschließend auf YouTube archiviert. Ich würde sagen, zwei Parts. Ne? 45 Minuten hätte ich auch auf drei 15-Minuten-Parts aufteilen können, aber ich mache lieber zwei Parts mit über 20 Minuten. Das ist einfach mehr Standard. Drücke A, um flüsternde Höhlen zu betreten. Ja, das mache ich doch gerne. Dieser Bonusraum. Einer pro Level bisher. Ändert sich wahrscheinlich auch nicht mehr. Jedenfalls ist hier kein Minigame, sondern weitere Jump and Run Cost. Tendenziell ein bisschen schwieriger. Lecker. Free Sonic. Freestyle. So, rüber da. Es sind echt viele Aktionsbefehle. Muss man dem Spiel so lassen. Ich weiß nicht, ob sich der jüngere Spieler teils überfordert fühlen könnten. Wer schon Mario Jump Runs von heute ein bisschen zu hart findet. Also Eis und Feuer wechseln, den Charakter wechseln, A drücken, B drücken. Und das halt im alles in Reaktion. Das ist eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, ist das ganze Spiel, aber sowas halt beim Vorgänger, Sonic Boom, der zerbrochene Kristall, dass man eigentlich nur reagieren musste das ganze Spiel über. Zu was man wechselt, also es ist eigentlich ein Geschicklichkeitsspiel fast schon. Reaktionsvermögen verlangt. Gehen wir nach links. Auch hier wieder mit dem Pico-Pico-Hammer. Er ist halt so. Er ist ziemlich bekloppt, aber da heißt so. Amy. Amy Rose. Okay. Das kommt mir bekannt vor. So, und jetzt möchte ich mit Sonic natürlich hier oben mal Looky Looky machen. Also ich werde versuchen, alle Items zu finden, ob das gelingt und ob die was verlangt ist überhaupt. Also meines Wissens haben die da ein bisschen was gelockert, weil ich fand es ein bisschen sehr hart. Beim zerbrochenen Kristall, dass man fast alles finden musste. Das war doch nicht im Sinne, denke ich mir halt. Bin auch gespannt, ob und wie viele Zwischensequenzen und Stories überhaupt gibt, denn ein bisschen Story wäre ja schon nicht schlecht. Vor allen Dingen, wo sie die Elemente überhaupt herhaben oder beherrschen können, warum auch immer. Das würde ich schon gerne wissen irgendwie. Gibt's da. Und ob auch Shadow wieder eine Rolle spielt. All das erfahren wir da. So, ich bin hier jetzt auch wieder einen Weg gegangen. Offensichtlich ist es aber der richtige Weg. Es war vorhin ja noch eine Abzweigung übrig, also schon Potenzial dafür, dass ich ein Item nicht habe. Geht's einfach wieder zurück. Seht ihr, ich weiß nicht, ich komme jetzt auch nicht mehr zurück, wisst ihr? Natürlich wäre rechts noch ein Weg gewesen, aber du weißt nie, was ist der Secret und was ist der normale Weg. Meine Güte, das Spiel sollte ja schon vor einem Jahr erscheinen. Die haben, gut, hier habe ich einen Hammer wenigstens, vielleicht führt mich das auch wieder back.
Wir haben extra gesagt, wir lassen uns noch ein Jahr Zeit, alle Fehler auszumerzen. Mich würde interessieren, was genau das war. Oder ob es nur alibimäßig gesagt habe, damit es einer kauft. Müssen wir das jetzt so machen. Ich kann das zwar einfrieren, aber da brauche ich einen Bumerang von Sticks. Das heißt, Backtracking. Unglaublich, wir haben Sticks noch nicht. Den Charakter, ihr wisst das, ihr kennt das. Ein Sonic Boom exklusiver Charakter bisher. Wobei Sticks auch in Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Rio 2016 ein Charakter war. Warum auch nicht. Alle im normalen Style, nicht Sonic Boom, aber von Sticks gibt es halt mal das Sonic Boom Design. Die vielleicht in neueren Sonic Games wie Sonic 2017 im normalen, wenn man so will, Look auch auftaucht. Wobei Sticks jetzt auch nicht so der Lieblingscharakter of Doom ist. Von mir auch auf jeden Fall nicht. Habe ich ganz am Anfang den einen Drachenring eingesammelt? Ja. Hier ist das Ziel, aber ich gucke erstmal dahinter. Nichts. Gut, gucken wir mal. Aber es gab noch ein, zwei Wege, die ich hätte gehen können. Und da hätte es bestimmt auch die verbleibenden Schrottsachen gegeben. Wobei, das von Sticks natürlich. Der Bumerang, den haben wir halt noch nicht. Interessant zu wissen. Die wollen, dass man später nochmal hierher mit anderen Fähigkeiten zurückkehrt. Juhu! Juhu! Knuckles kann sich im Boden graben, Tails kann fliegen oder eher schweben, wenn man ehrlich ist. Muss man sehen, wie die Fähigkeiten hier noch sind. Gehen wir erstmal weiter. Totemturm! Was haben wir denn da Gutes? Ein Totemturm. Klingt ja echt nicht so einladend. Oh, und schon sage ich Zwischensequenzen. Tails glaubt, diese Risse könnten Teil des Problems sein, also... Problem gelöst. Scheint, wir haben eine Menge Probleme. Erster, das gehört nicht. Was zum... Eggman hat wohl eins seiner Spielzeuge verloren. Ja, der wäre eine gute Actionfigur, wenn unsere Abenteuer jemals kommerzialisiert würden. Oh. Jetzt ist er wütend. Der Gag war gar nicht mal so schlecht, wenn unsere Abenteuer jemals kommerzialisiert werden würden. Okay, die Ziele gilt es immer zu stopfen. Deswegen müssen wir die Ziele erreichen. Macht irgendwie Sinn. So. Mir schwant Übles, anscheinend ist er derjenige, der immer die Bosse kontrolliert, wenn man so will. Die Bosse sind nicht... Oh, guck mal, es geht über beide Bildschirme. Ach du Schande, wie soll ich denn das... Ja, das habe ich jetzt natürlich nicht kommen sehen. Ihr wisst, das ist original ein Livestream. Es wäre natürlich besser, wenn ich die Bildschirme aufteile, aber das kann ich ja jetzt auf Anhieb nicht tun. Up-Release natürlich, normale Let's Play-Parts. Oh, warte, und jetzt... Die ganze Zeit. Ab Release gibt es normale Parts, da kann ich sowas auch umeditieren. So, Bams, Bams. Oder muss ich gedrückt halten? Wäre das besser? Keine Ahnung. Mach einfach Amy. Hält mich auf! Verdammte Axt! Wie hoch muss denn das? So hoch wie geht. Also, sie wechseln sich automatisch ab. Hier, zack. Sonic! So schlafsäblich, ganz im Ernst. Springen hoch, springen hoch. Ich hätte es gar nicht mehr verdient, ihn zu treffen. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob oben die Leiste. Müssen wir ihn zweimal attackieren? Ja, oder? Gut, für den ersten Boss ist auch. Sollte man nicht zu viel verlangen. Das wurde auch versprochen. Mehr Bosskämpfe, größere, actiongeladenere Bosskämpfe. Wem es gefällt? Batsch. Okay. Jetzt wieder das Prozedere. Gut. Oh Mann! Zack! Jetzt wird mir einiges klar hier. War das schon? Sonic muss hier durch. Ja, doch.
Natürlich nichts Revolutionäres, bei weitem nicht. Aber ein ganz akzeptabler Bosskampf, fast schon ein bisschen zu leicht. Aber ich will mich nicht beschweren, wird bestimmt noch ein bisschen knackiger. Yo, läuft! Bei euch! Daumen hoch von Sonic! Goodie! Ja, das mit dem Bildschirm, der Aufteilung, das konnte ich nicht riechen. Aber immerhin seht ihr beide Bildschirme. Der zerbrochene Kristall lief bei mir noch auf einem Screen. Jetzt habe ich mich für diese Aufteilung entschieden und falls ihr euch wundert wegen den Eiswürfeln und dem Feuer, ja gut. Es gibt halt keine verdammten Artworks zu diesem Spiel. Nur das eine, was ihr rechts seht und wie hätte ich da sonst einen 3DS-Rahmen draus basteln sollen. Ich mache es halt immer so, dass sich, wenn möglich, immer mal wieder oben der Charakter ändert. Verschneite Gipfel! Weiter geht's. Ist immer noch die erste Welt, ne? Ich hätte einen Boss ja zum Schluss einer Welt gemacht. Ist ja nur mein Tipp. Also diese Ladebildschirmkarte zeigt womöglich... Die Feuer- und Eisenergien, die diese Risse ausstoßen, könnten die Welt zum Untergang bringen. Wow! Und erst recht Tails zum Untergang bringen. Danke für die Rettung, Leute. Diese Feuer- und Eiskräfte kommen von deinem Kommunikationsarmband, oder? Muss irgendwie die Energie von der Explosion der Risse absorbiert haben. Wenn ich die Firmware aktualisiere, wird die Feuer- und Eisfähigkeit auf alle unsere Kommunikationsarmbänder übertragen. Genial! Jetzt haben wir alle die Feuer- und Eisfähigkeit, weil Wissenschaft! Das Wetter bessert sich definitiv jedes Mal, wenn ein Riss geschlossen wird. Meine Scans zeigen auch Spuren von einem neuen Element. Ob das zusammenhängt? Was? Meine Monitore stellen einen Haufen neuer Risse im Dorf fest. Oh nein! Was? Ich habe Sticks ins Dorf geschickt, um Monitore zu installieren und seitdem nichts mehr von ihr gehört. Los, mein Flugzeug ist gleich um die Ecke! Ich wollte schon sagen, der Tornado, aber das ist ja ein anderes Flugzeug, oder? Heißt der hier auch Tornado? Ich glaube nicht. Goodie! Ja, was ich sagen wollte, hier sehen wir natürlich höchstwahrscheinlich die anderen Welten. Wann wir die erreichen, mal sehen. Tails ist mit am Start. Sehr gut. Was kann er denn so Schönes? Mal so schauen. Au. Dann Beeilung. Immerhin, jetzt wurde es wirklich erklärt, warum die Feuerfähigkeit haben. Wobei erklärt... irgendwie wegen das da. Das war die Erklärung. Was habe ich jetzt nicht eingesammelt? Am Anfang einen? Oh Mann, wie lame. Aber ist ja wirklich optional anscheinend, was dabei herauskommt. Deswegen brauchen wir uns da nicht ärgern. Ist ja manchmal echt ein bisschen fies. Ist ja wirklich manchmal ein bisschen fies. Muss so geben. Mich stört eher das permanente Winterfeeling hier. Aber es scheint halt wirklich nur die erste Welt zu betreffen. Ah, okay. Ich kann schweben. Hätte mich enttäuscht, wenn Tails nicht schweben kann. Ganz im Ernst. Aber ist das alles, was er kann? Lüftung und Tails? Ach ja. Hier, das da können wir dann. Geht es auch so? Aber ich habe gerade eben gar nicht den Propellerschwanz angeschmissen. Na, man wird sehen. Siehst du? Man muss gar nichts machen. Okay, das ist aber, glaube ich, auch anders, ne? Das hätte ich jetzt auch nicht schlimm gefunden. Oh, guck, hier geht's definitiv weiter. Hier erkennt man es mal wenigstens wegen dem Checkpoint. Dann muss das hier ein Secret sein. Das Wechseln der Charaktere nur über den Touchscreen erfolgt, finde ich jetzt ein bisschen lustig. Aber es sei wie es sei, Haferbrei, da brauchen wir uns nicht ärgern. So. Das ist doch der Hammer! Hämmer, ein wichtiges Element in Videospielen. Immer und immer wieder. Bei Mario seit 1991. Bisschen zu Paper Mario. Heute. Aber auch bei den Sonic Games, ganz klar. Bei noch so vielen mehr. Die Gegner lasse ich mal öfters links liegen, wobei... Ich hätte hier eine Theorie, wo noch was versteckt sein könnte. Ich ganz kurz... gucken darf. Ich kann mich natürlich täuschen. Generell. Gehen wir da rein und springen. Sonic. Ich will was ausprobieren. So.
oben ist nichts. Okay, da ist nichts. Hätte ja sein können, lass mich ein bisschen looky-looky machen. Auf der Jagd nach Secrets und Geheimnissen. Stimmt, war nebendran eins. Warte. Dann sind wir hier jetzt wieder an dem Checkpoint. Sehr nice. Wir haben den Hammer eingesammelt, ne? Bei Amy. Die Höhle haben wir auch erblicken können, da müssen wir halt mal abbremsen. Frostbeulenkammer. Die Namen finde ich ganz cool. Fast schon besser als die Namen des Levels an sich. Aber okay, was gibt's hier? Hast du es drauf? Meine frühere durch die Gefahren und so durch die Sammelkarte. Das klingt nach dem Plan. Oh, es wird gecryendet. Ich mach denselben Fehler nie zweimal. Ne, der kam echt schnell. Kam echt schnell um die Ecke. Klar, ich bin hier alles mehr. Ich war schon im Sprung. Ich werde komplett nach hinten resettet. Na gut, besser als ein Tod, ne? Aber. So. Mit dem Doppelsprung konnte ich da halt nicht mehr groß parieren. So, der hier. An alle neuen Sonic-Fans und Abonnenten, die sich aufgrund dieses aktuellen Let's Plays auf meinen Kanal verirrt haben, sei gesagt, dass ihr Let's Plays zu allen möglichen Sonic-Games bei mir findet, sei es die Klassiker auf dem Sega Mega Drive, Sonic Adventure 1, 2, Heroes 2006, Unleashed, Colors, Generations, Lost World und auch die anderen Sonic Boom Games. Alles, was euer Igelherz begehrt, ist bei Let's Play Markus zu finden. Auch Let's Test zu den Mega, zu den Master Systemen und den Game Gear Games. Also ich habe schon ziemlich alles durchgenudelt. Also schon 90% von Sonic haben wir gesehen und er hat echt viele Spiele. Das am Rande erwähnt. Und auch die zukünftigen, wo soll ich lieber lang gehen? Auch die zukünftigen Games Sonic Mania und Sonic 2017 natürlich auf meinem Kanal. Kommst du runter, Plattform? Hab nicht auf Eis gewechselt. Aber immerhin haben wir Tailspawn. Mir wäre es am liebsten, wenn ich möglichst schnell alle Charaktere zusammen habe. Ich damit noch mehr Backtracking irgendwo möglich ist. Da scheint es weiter zu gehen oben. Deswegen guck ich erstmal, ob es hier irgendwie spannend ist. Jo. Das war die richtige Entscheidung. Und jetzt runter da. Ja, funktioniert ganz gut. Eine direkte, schöne Steuerung. Goodie. So, alle Coins. Coins, sag ich schon. Alle Rings einsammeln. Kontrollpunkt, dann gehe ich mal nach links. Gucken, ob sich da irgendwas versteckt. Sonic ist am Start. Dein Typ ist verlangt. Tatsächlich eine gute Sache. Und so geht's wieder zurück. Ja, vielleicht wird das Level-Design noch ein bisschen besser. Ich finde das auch schon wieder besser gemacht als bei den Leveln, die wir zuvor gesehen haben. Nee. Ah, Homing Attack. Warte, das kriegt das trotzdem hin. Ah, Mann. Ich will halt so einen Doppelsprung machen. Ah, nein. Zack. Und hier ist einfach mal gar nichts. Das hat sich voll gelohnt. Aber alles sehr entspannt. Nur es bleibt dabei. Sonic Boom hat schon einen versauten, schlechten Ruf. Man kann einfach nur froh sein, dass es eigentlich abgrenzte vom anderen Sonic. Ups. Achso. Und damit, wenn das. Ja, damit habe ich natürlich nicht mehr. Ich fühle mich angekackt. Ja, das war mein Fehler. Okay, ich gebe es zu. Komm, ich habe keine Rings mehr. Oftmals muss ich auch gucken, habe ich denn überhaupt jetzt die Eisfähigkeit oder was habe ich denn gerade? Aber haben sie es so offensichtlich gemacht, dass der Charakter brennt oder gefriert?
Auch dafür brauchen wir wohl den Bumerang. Ja, und wir haben Sticks noch nicht. Also mit Sticks können und sollen, denke ich mal, wir noch einiges nachholen. Oh, das ist Amy. Ja. Ah, schon ganz gut versteckt. Bis jetzt... Ach, war da eine Fehler. War jetzt nichts Wichtiges, aber Amy hat das auch noch so durchgehauen. Geilomat! Jo, haben wir doch gut was erreicht? Bring alle Hammerteile zu Amys Haus. Da sich das am Ende auf YouTube auf zwei Parts aufsplittet, dieser Stream, ist hier erstmal Ende. Und ja, im nächsten Part machen wir weiter. Schaltet wieder ein, ich freue mich drauf und zwar... Weiß noch nicht genau. Durcheinander. Okay, alles gleich. Oh, links oder rechts?